Hallo und willkommen zu einer neuen Minecraft Redstone Bauten Folge. Heute mit einem Geheimgang nach längerer Zeit, weil ich war im Urlaub und hatte dann keine Lust mehr gerade so Videos zu machen. Und dann hat die Schule wieder angefangen und ja, jetzt bin ich endlich mal wieder dazugekommen. Und ja, heute eben mit einem Geheimgang mit Sand und Kies, also Schwerkraftblöcken. Und ja, dann fange ich gleich an. Es sieht hier eigentlich alles normal aus, bis auf diese Sandecken. Ist nur Deko. Und ja, hier oben ist ein Knopf. Den könnte man auch besser verstecken, mir ist jetzt nichts eingefallen. Und der macht nur, dass dieser Glowstone weggedrückt wird, beziehungsweise weggezogen. Und da legt man dann seinen Sand rein. Dieser Sand macht dann, oder Kies, dieser Sand oder Kies macht dann diese Tür auf, wo man reingehen kann und sich alles holen, was man schnell braucht. Zum Beispiel Erfahrungsfläschchen, die man sich im Survival ertauscht hat. Oder seine tollen Enderperlen, sonstiges. Und seine Smaragde und Diamanten. Yeah. So. Und dann, wenn man rauskommt, hat man hier seinen Sandblock wieder. Und den kann man auch wieder reintun. Genau. Da hat man ihn wieder. Und da macht man das Loch wieder zu. Juhu. Das war dann das hier. Und jetzt komme ich noch zu etwas anderem. Und zwar, wenn man Kies reintut, gibt es ein Problem. Es kommt immer darauf an, was man reintut. Wenn ich jetzt Kies reintue, kommt nur Sand, weil das mehrere Sandblöcke auf einmal gestapelt sind. Und nach einer Weile kommt erst der Kies. Das heißt, jetzt kommt Kies. Und jetzt kommt wieder Sand. Genau. Also wenn ich jetzt einen Kiesblock reintue und nur Sand, dann kommt auch nur ein Kiesblock, ups, weil das eben so eine lange Sandschlange ist. Ich bevorzuge dafür auch Sand, weil Kies kann beim Abbauen passieren, dass Ding, wie heißt es, Feuerstein rauskommt und das ist dann blöd. Dann, ja, verliert man einfach seinen Kiesblock. So, und dann drückt man eben diesen Knopf wieder. Das passt dann. Und das war's dann schon. Jetzt kommen wir zum... Okay, Redstone. Jetzt kommen wir zum Redstone. Ich habe beschlossen, immer einen Cut zu machen, weil ich mich oft hier verhaspel und da muss ich nicht alles nochmal nachmachen. Und ja. Dann fange ich an. Und zwar, hier ist der Knopf, beziehungsweise hier drunter. Moment, ich kann es auch zeigen. Hier ist der Knopf, der den Glowstone wegmacht und das macht einfach mit einem T-Flip-Flop hier. Und dass der Glowstone ausfährt und wieder einfährt, habe ich so geschafft. Weil die Pistons müssen ja, die muss zuerst als letztes und dann als erstes agieren. Habe ich so gemacht mit zwei Redstone-Fackeln, beziehungsweise drei für die eine. Als kurze Erklärung, diese Redstone-Fackel und diese powern diese Pisten. Und diese Redstone-Fackel nur diese. Das heißt, wenn der Knopf jetzt gedrückt wird, dann wird diese Leitung gepowert. Das geht hier durch und als erstes geht's hier lang. Dadurch geht diese Fackel aus. Aber das macht nichts, weil diese noch an ist. Und deshalb die Piste noch gepowert ist. Dann geht's hier runter, weil das zwei Ticks sind. Oder? Ja. Zwei. Und dann geht's hier rein. Und das macht dann diese Pisten aus. Und dann mit vier Ticks kommt's dann in diese Redstone-Fackel, die geht dann aus und dann zieht sich die ein. Dasselbe ist dann so, dass die Redstone-Leitung zuerst hier wieder ausgeht. Das heißt, diese Fackel geht wieder an. Dann geht es da lang. Das heißt, diese Fackel geht zuerst wieder an.
oder als zweites. Und dann diese, die dann nichts mehr macht, weil die Piste ja schon ausgefahren ist. Das zeige ich nur kurz. Da zuerst die, dann die. Diese Fackel, diese, diese. Ist ein bisschen zu schnell. Aber egal. Und genau. Dann geht, wenn das offen ist, geht diese Pisten hier auf. Also wenn man den Block abbaut, den Glowstone-Block, und dann Sand reinwirft, dann wird es durch diese Pisten noch blockiert, weil diese Redstone-Fackel auch das powert, und dann geht die Pisten gleich an. Kannst du schnell zeigen, oder? Nein, ist mir jetzt egal. Könntest du selbst im Map Download sehen. Und dann geht es eben hier so lang. Und hier ist eine Redstone Torch mit einem, wie heißt's, einem Redstone Puder Dings halt. Und wenn dann hier eben ein Block ist. Ich mach den jetzt immer schnell weg. Und wenn jetzt eben hier ein Block ist, dann wird das durchgepowert, geht dahin und die Pisten schiebt. Dasselbe ist dann auch hier und hier. Das ist überall genau dasselbe. Wenn jetzt das Ding hier ankommt, dieser Sandblock, Kiesblock, wie auch immer, dann wird auch das hier gepowert. Das geht dann hier durch. Macht den T-Flop, den T-Flip-Flop an, beziehungsweise auch dann wieder aus, halt, je nachdem wie. Und das geht dann einfach hier rein in die Pistentür. Eine Pistentür, damit habe ich normal immer Probleme, aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Ich hasse unsichtbare Pistentüren, also wo sich dann zuerst so einzieht und dann in die Wand. Aber ich habe es geschafft. Das ist mir zu kompliziert zum Erklären. Habe ich keinen Bock drauf. Und dann hier einfach durch den Knopfdruck wird diese superschnelle, Clock aktiviert und geht in diese Dispenser rein. Und das war's dann auch schon mit dem Redstone. Ups. Hier ist der Sand. Juhu. Und dann drückt man einfach wieder diesen Knopf und das geht rein. Okay. Das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt auch wieder mehr Videos machen, hoffe ich. Mit Mod-Vorstellungen weiß ich nur gerade nicht. Ich bekomme es nicht hin, mehr Mods zu installieren irgendwie. Das spinnt gerade. Und naja. Egal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.